Soweit ich weiß, soll es etwas weiter entlang der Gleise einen Militärstützpunkt geben. Ja, das habe ich auch gehört. Wir müssen nur die Gleise finden und ihnen folgen. Ja, legen wir los. Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Left 4 Dead 2. Wieder eine Left 4 Dead 1 Kampagne. Genau, und ich glaube die vorvorletzte oder so. Wir haben es bald geschafft. Na? Ich weiß nicht, was mit den beiden da hinten ist, aber die kommen bestimmt auch noch nach. So. Wir kommen gut durch. Ich weiß gar nicht mehr, wie vielte Kampagne das jetzt ist. Hoppala, meine Nase war gerade dicht. Ist eigentlich immer noch, aber... Okay. Die anderen beiden sind inaktiv, aber gut, die werden dann halt vom Bot gesteuert, das passt schon. Wo soll die jetzt hin? Da ist er. Ui. Jetzt direkt mal ein bisschen chaotisch hier. So. Jawohl. Ah. Okay, na, das passt schon so. Die Machete behalte ich. Hör auf damit! Okay. Hier lang. Machen wir weiter. Na, ich will keine Axt. Okay. So, was haben wir hier? Wieder eine Axt. Wollen wir nicht. Aber das geht auch. So, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Okay, dann schleichen wir uns mal weiter. Na. Vorsicht! Willst du wohl sterben? So. Okay, na. Zack. Flash, jawohl. Na. Hallo, Hilfe. Und jetzt bloß weg raus. Oh. Ich schieß dahin, wo Zombies sind, also. Ganz ruhig. Ich kriegen wir schon wieder hin. Moment. Gut, warte ich mich auch mal direkt. Danke. Bei so wenig HP bringen die Pillen dann auch nichts mehr. Außer, dass wir wieder normal schnell gehen können, aber wenn wir dann nach drei Schlägen tot sind... Da sind die Gleise! Jetzt müssen wir sie nur noch erreichen! Wo sind die Kreise? Ah, okay. Laufen wir einfach weiter. Sieh dir das mal an! Ah ja, Pillen habe ich schon. Medipack bräuchte ich. Wenn es schon um sowas geht. Sind wir schon wieder am Safehouse nach 4 Minuten? Na. Ui. Was ist das denn? Sind alle drin? Na gut, verbinde dich. Okay. Na sowas. Dann machen wir hier zu. Und ja, das geht mir schon wieder viel zu schnell eigentlich, aber gut. Genau, dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge, die hoffentlich wieder ein bisschen länger ist. Ja, im nächsten Kapitel dann eben wieder. Und bis dann.